Yo Leute, willkommen auf Germania und zurück zu Rise of the Tomb Raider. Im letzten Part ging es ja heiß her. Wir haben so ein bisschen was erfahren über unsere Stiefmutter, dass er zu Trinity gehört und Wachen kommen jeden uns Moment her, glauben Sie mir. verarscht hat die ganze Kennen Sie Zeit. den Weg hier raus? Ja, ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Halten Sie gedrückt, um Pfeile herzustellen. Okay, das reicht erstmal. Wir finden bestimmt noch welche. Und ein Turmband. Das hören wir uns natürlich alles an, wenn es geht. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Aber was hat die Trinity vor? Will sie allen ihren Sektenmitgliedern das ewige Leben schenken und wenn nachher nur noch Trinity-Leute unterwegs sind oder praktisch weltherrschaftsmäßig unterwegs sein wollen? Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. 1942, ja. Das ist möglich. Nochmal unseren Vision, Überlebensinstinkt. Aber ich glaube, das haben wir alles. Oh, jetzt wird's unnormal kalt für uns. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Narben. Es war ein Arbeitslager. Aber wir haben ja was Schickes. Compounder Bogen. Uns doch mal die Bilder an. Interessiert mich jetzt. Nur ein Bild. Ah, hier. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt, als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Es muss schrecklich gewesen sein. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Okay, das scheinen alle gewesen zu sein. Ich schätze mal, wenn ich jetzt wieder drücke, geht's von vorne los, ja. Und hier haben wir noch Infos. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat, aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann.
Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Anna hieß die Gute. Anna. Bei Anna. Also was? In der Ort. Ja, nix. Gehen wir mal weiter. Raus aus dieser Gefangenschaft. Das Lager. Schrägstrich, keine Ahnung. Welche Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen? Was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Schätze mal, gleich geht's in wärmere Gebiete. Oh, Schweine kalt sein nehmen. Wir haben einfach meine Jacke. Verstanden. Das ist die letzte Lieferung. Berichte über Probleme beim Kommunikationsdepot. Mehr Einheimische? Negativ. Haben einen bewaffneten Eindringling gestellt. Sie haben Ärger auf mich. Erwarten wir noch andere? Vermutlich. Nach dem ersten Angriff haben wir die Patrouille verstärkt. Wenn noch jemand da draußen ist, bitte fliegen. Schweinekalt. Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich darum. Okay. Moment, ich hab's gleich. Ein Weg, Alter. Oh Gott. Daran und Nest. Joyce sollte erst den Überwachungsmang oder Oma ausschalten. Ich dann noch die wenigsten mit. Englische Ahnen. Erledigen Sie Feind durch einen Kopftreffer mit einem Pfeil über 25 Meter Distanz. Also was. In der Ort. Das sollte nicht passieren. Sie überlebt das einfach. Das war nicht so geplant. Oh, ich hab keine Spitzhacke. Shit. Oh.
Bam! Ich glaube, das waren alle. Shit, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Schade. Gedacht, ich werde mal stealth so. Aber werde ich nicht. Habe ich so gemerkt. Ah, ich hätte es wahrscheinlich auch anders lösen können, ey. Aber dann kann ich wenigstens das Lager in Ruhe erkunden. Geht mir keiner auf den Zwirn. Ich kann alles einsammeln. Immer nachladen, ne? Zack. Wie, da ist er aufgelöst. Oh shit. Hup. Okay, Munition. Ah, wir kriegen mehr Munition. Den Leuten raus. Fast vor Erfüllung, Alter. Komm hier schnell ins Warme rein. Zittern tut's eigentlich nicht schlecht. Und eine Notiz. Schön. Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Aber hat sie doch nur gespielt. Scheiß Fotze. Natürlich dann klar, dass die Lara sich dann auch ein bisschen verarscht vorkommt, ne? Ist noch ein Eingang. Da will ich nicht. Wie komme ich da hin? Da bin ich da hergekommen. Wollen wir mal gucken, wie wir. Ja, kann ich das vielleicht mit dem Auto aufräumen? Welche Tor will die denn aufmachen? Sachen der Überlebensinstinkt. Da auch in der Hütte oder was? Jo. Jacob, ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Ein Opfer, würde ich mal behaupten.
Stellen Sie sich neben Pfosten und eine Seilbrücke zu schaffen. Das können wir auch aus dem Alten teilen. Dietrich. Aber Leute, bevor es weitergeht, wende ich hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.